Hi, ich bin Niklas, arbeite für die Jugendherberge zwischen Nordsee und Sauerland in der Produkt- und Programmentwicklung. Und heute sind wir in der Jugendherberge Aurich. Und die zeige ich euch jetzt mal. So, und jetzt stehe ich hier mit der lieben Insa. Sie ist Teamleiterin des Housekeepings in der Jugendherberge Aurich. Ja, hallo. Hi, magst du uns einfach mal so ein paar allgemeine Informationen über das Haus erzählen? Ja, also wir haben hier im Hause 40 Zimmer und können 150 Gäste beherbergen. Ich gucke mir mal ein paar Zimmer an. 2 Bettzimmer. 6 Bettzimmer. 4 Bettzimmer. Und dieses Zimmer hat ein großes, behindertenfreundliches Badezimmer. Unsere Jugendherberge ist ein Inklusionsbetrieb und 1/3 der Beschäftigten sind Inklusionsmitarbeiterinnen. Super, dankeschön. Hier werden also die gewieften Taktiken der Sportgruppen besprochen und auch geschäftliche Seminare abgehalten. Was sind so die klassischen Gruppen, die euch hier besuchen? Also wir haben sehr viele Sportgruppen hier, Fußball oder Handball und auch Schwimmvereine, die kommen. Im Moment ist es auch sehr schön, dass wir viele Familien begrüßen dürfen und Einzelgäste in jedem Alter. Jetzt stehen wir ja hier gerade mit einem wunderschönen Blick auf den Fußballplatz. Ja. Erzähl doch mal, was habt ihr so für Rahmenbedingungen und Highlights in der Umgebung? Also das fängt hier natürlich mit dem super tollen Fußballplatz an. Dann haben wir die Baille, also ein richtig tolles Erlebnisbad. Dann haben wir in Sandhorst im Wald ist der schöne Kletterwald. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ist die Nordsee. Also bei Ebbe eine Wattwanderung, das ist echt toll. Das stimmt, ja. Und hinterher könnte man dann auch so schön in die Seehund-Aufzugsstation gehen. Ihr seid ja auch mit Aurich und der Jugendherberge wirklich ganz zentral gelegen. Ja, ne? Also mittendrin, man könnte fast sagen, das Herz von Ostfriesland. Ja, das heißt, in alle Himmelsrichtungen ist irgendwie was zu erleben. Genau. Ich habe letztes Jahr hier ein ganz tolles Fußball-Abenteuer-Camp durchgeführt. Oh, schön. Das wird ja von unseren DJH-internen Teamern begleitet. Mhm. Und ich kann mich nur erinnern, dass diese Nähe zum Fußballplatz was ganz, ganz Besonderes ist. Ja. Und all das, was du eben erwähnt hast, diese Highlights in der Umgebung, sind einfach toll für Kinder. Die kommen hier in Bewegung, die erleben ganz viel, es entstehen ganz intensive Freundschaften. Ja. Und deshalb weiß ich, dass das ein ganz wertvoller Ort hier ist. Ja, genau. Doch, es ist wirklich schön hier. Ja. So, und für den bewegten Ausgleich schaue ich mir jetzt mal den Kletterwald in Aurich an. Das ist auch eine ganz schöne Herausforderung. Das war der Tag in der Jugendherberge Aurich. Wir hoffen, es hat euch allen viel Spaß gemacht. Und wenn ihr Lust habt, als Gast vorbeizukommen, dann informiert euch doch gerne auf der Homepage der Jugendherberge. Das Team freut sich auf euren Besuch. Bis dann!